Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wird ein sehr, sehr kurzes Infovideo. Ich wollte jetzt einfach mal kurz so ein paar Sachen ansprechen, die ich eigentlich schon länger ansprechen wollte, aber irgendwie kam ich einfach nicht dazu, dieses Video aufzunehmen. Ich würde sagen, ich fange auch einfach mal direkt an. Und zwar suche ich aktuell jemanden, der mir einen Kanalbanner und ein Profilbild erstellt. Das Ganze hier ist wirklich nur freiwillig. Also Leute, die jetzt hier kommen und irgendwie Geld für verlangen wollen, die können gehen. Das Ganze ist einfach nur eine freiwillige Sache, weil ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, dass ich einen Kanal, dass ich keinen Kanalbanner habe. Ein Profilbild habe ich zwar, aber ich hätte eigentlich mal Lust auf ein neues. Und weil ich zu unfähig bin, sowas zu erstellen, wollte ich einfach mal euch fragen. Also wenn irgendwer von euch da Bock hat und Zeit hat, so etwas zu erstellen für mich, das Ganze würde ich natürlich auch erwähnen und so, weil es dann natürlich schon eine große Ehrensache wäre. Also wie gesagt, wenn ihr Zeit und Bock darauf habt, dann könnt ihr mir gerne eins erstellen. Ihr müsst jetzt nicht im Kommentar fragen, darf ich eins machen, darf ich eins machen. Macht es einfach. Schickt es mir dann einfach über Discord oder so. Den Link habt ihr in der Beschreibung. Ich werde auch anstellen, dass ich wieder Direktnachrichten zulasse für diese Zeit. Weil ich habe das ausgestellt, dass mir Leute über Direktnachrichten schreiben können, die nicht meine Freunde sind. Das werde ich jetzt wieder anmachen. So, noch eine Sache, auf die ich hinweisen wollte, wäre das Hide and Seek Event, was jetzt am Dienstag stattfindet. Für die, die in Discord sind, die haben es höchstwahrscheinlich schon mitbekommen. Und zwar wurde ich ja im 24-Stunden-Stream sehr, sehr oft gefragt, mach doch mal so eine Art Hide and Seek, wo die Community dich auf einer Welt suchen muss und töten muss. Diese Idee fand ich an sich ganz gut, wollte ich aber jetzt nicht im Stream direkt machen, weil das ein bisschen Planung braucht. Das Ganze haben wir jetzt gestern geplant und wir sind zum Entschluss gekommen, dass wir auf jeden Fall Bock hätten, das zu machen. Und das Ganze findet natürlich über Discord statt, die ganze Teilnahme, alles und so weiter. Also wenn ihr da auch wirklich mitmachen wollt, dann empfehle ich euch einfach auf den Discord zu gehen, da steht einfach alles. Ich glaube, bis jetzt haben wir nur 6 Teilnehmer, aber es wäre auf jeden Fall geil, wenn wir noch ein paar mehr dazu bekommen würden. Und jetzt wollte ich nochmal über die Sache mit dem 24-Stunden-Stream reden. Denn viele haben sich ja aufgeregt, dass er nie angekündigt wurde. Und ja, stimmt, es war ein sehr, sehr spontaner 24-Stunden-Stream. Und dazu kann ich nur sagen, dass es auf jeden Fall nicht der, Anführungsstrichen, offizielle war, den ich nachholen wollte. Es war einfach so spontan, dass das jetzt passiert ist. Ich kam selber nicht drauf klar, dass es auf einmal 24-Stunden-Stream daraus wurde. Aber ich dachte mir, jo, okay, ich mach das jetzt einfach. Also es wird auf jeden Fall nochmal eingeben und das wird dann da richtig auch wieder so mit Streamplan und so. Das war eher nur so ein, naja. Sehen wir es einfach mal als Test an. Man hat ja, glaube ich, in den Streaming gemerkt, dass ich teilweise einfach gar nicht wusste, was ich machen soll. Ich hatte einfach nicht so viele Spiele vorbereitet oder so viel Stuff, was wir machen können. Ja, und das habe ich in dem Falle auch gemerkt. Aber ich fand, der Stream war trotzdem sehr, sehr cool. Ich konnte auch sehr, sehr viel mit euch im Chat reden, weil da waren sehr, sehr viele Leute. Und auch nachts hatte ich sogar immer noch Leute, die im Chat waren. Heißt so um 3, 4 Uhr. Da war immer noch Action im Chat. Also, dann haben wir die Sache mit dem 24-Stunden-Stream schon mal auch geklärt. Dann noch eine weitere Sache, die euch höchstwahrscheinlich aufgefallen ist, dass ich, was Videos angeht, ein bisschen inaktiver geworden bin. Ich bin tatsächlich ein bisschen inaktiver geworden, ein bisschen sehr. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich jetzt einfach die ganze Zeit mehr oder weniger Zeit habe dafür. Ich bin jetzt auch gerade in den Ferien einfach ein bisschen mehr weg als sonst. Aber ich kann euch sagen, dass diese Inaktivität natürlich nicht für immer anhält. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber bald werden vielleicht sogar wieder Daily-Videos kommen. Aber das weiß man noch nicht. So, das war es jetzt auch schon mit diesem kleinen Infovideo. Ich denke, ich habe alles gesagt, was ich jetzt sagen musste. Um nochmal kurz alles zusammenzufassen. Für das Kanalbanner und Profilbild, wenn ihr Bock habt, macht es einfach. Schickt es mir auf Discord, ich gucke es mir an. Aber ich würde auch wirklich, ich will jetzt wirklich keine, die in 5 Minuten hingeklatscht sind. Das sollen wirklich welche sein, wo ich mir denke, oh, okay, die kann ich mir wirklich als Profilbild nehmen. Und die sollten natürlich auch zu meinem Kanalthema passen. Hide and Seek wisst ihr natürlich auch alle Bescheid. Einfach im Discord gucken, da stehen alle Infos darüber, wann es stattfindet, was genau der Ablauf, wie genau der Ablauf sein wird. Und so weiter und so fort. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder Stream wieder. Habt jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann und ciao.